So, heute ist Tag 9 seit Reisebeginn. Wir verlassen jetzt den Campingplatz hier an dem schönen See. Ja, genau. Und fahren jetzt Richtung Westen, Richtung Valladolid. Das ist mitten in der, ja, ich weiß gar nicht, wie das sich nennt, Mancha oder sowas, eine ganz ebene Schlamm weggefallen. Ich dachte schon, uns wäre die GoPro weggeflogen. Ja, ja. Wie viele Kilometer fahren wir heute in etwa? Aber wir sind jetzt relativ gut in der Zeit. Wir wollen ja irgendwie so am Samstag, Sonntag oder so etwas dann in Porto sein. Denke mal bis ans Meer Samstag. Also wir haben jetzt für 600 Kilometer 5, 6 Tage, also sehr entspannt. Wir sind auf einer Höhe ungefähr 1100 Meter über Normal Null weitergefahren durch wunderschöne Wälder, um letzten Endes in einem kleinen Ort San Leonardo de Yagu zu halten, um unsere Benzinvorräte aufzufrischen. Ja, mit dem Motorrad unterwegs sein. Ich glaube, das ist hier in dieser Ecke wirklich ein Riesenzugewinn. So, wir haben eine Tankstelle gefunden. Und hier die Super. Die Super. Super, super. Super, super. Ah, da ist ein Preisschild. Ja, geht. Geht doch. Geht doch. Super, super. Supi. Jawohl. Aus der kleinen Stadt herausgefahren, sind wir dann auch schon bei Hontoria del Pinar links weggefahren, um wieder auf die Piste zu kommen. Und wie ihr seht, das Ganze hat sich sehr gelohnt. Es war eine wunderschöne Passage durch diese wunderbare Landschaft. Unser Weg führte uns über Huerta de Rey immer weiter auf gut ausgebauten Pisten Richtung Auzo del Miel. Von dort aus ging es immer weiter über sehr abenteuerliche Pisten Richtung Espinosa de Cuervera. Wieder ein paar ganz schöne Worte rum. Jo. Durch die ganze Rüttelei auf den Pisten hat sich das Dachzelt quasi gelöst und ist 10 cm nach vorne gerutscht. Vorne hat sogar eine Schraube gefehlt. Jetzt haben wir es zurückgeschoben. Jetzt muss ich noch eine 13er Mutter finden mit einer Unterlegscheibe, weil eine ist ganz weg.
und dann machen wir es wieder fest und dann läuft die Kiste wieder. Hier ist ganz schön viel Gegend. Ne? Schau doch mal da drüben, da war wahrscheinlich mal so ein Bauernhof oder so. Den gibt es nicht mehr. Weiter ging es über Villaruelo de Arbayo, über Pisten dann auch und über Straßen, wie es eben kam, Richtung Westen nach Villafruela, wo wir uns eine kleine Pause gönnten. Wir fuhren weiter über Pisten und Straßen, um dann alsbald etwas wirklich Tolles zu entdecken. Jetzt fahren wir in so eine kleine Stadt oder so ein Dorf, das so in den Berg reingearbeitet ist. Wir fahren jetzt etwas näher und der Jens zeigt euch gleich, wie das aussieht. Wir hatten den malerischen Ort Baltanas entdeckt, wo sich die Bevölkerung in den Berg bzw. den Hügel Wohnungen bzw. Höhlen als Weinkeller eingegraben haben. Diese ganzen vermeintlichen Schornsteine sind Belüftungsöffnungen, damit sich die Gase beim Fermentieren des Weines verflüchtigen konnten. Und jetzt geht's hier durch diese kleinen Gassen. Wir fuhren aus dem Ort und weiter 270 Grad, wo wir bei Palencia übernachtet haben. Seit gut 8 Tagen sind wir unterwegs und wir sind jetzt in der Nähe von Valladolid und fahren jetzt einfach weiter 270 Grad auf den 42. Richtung Westen. Und müssten demnächst auch die an der portugiesisch-spanischen Grenze ganz oben in der nordöstlichen Ecke irgendwie aufschlagen. Unser Weg führte uns durch weites offenes Land Richtung Medina del Rio Seco. Wir waren gerade einkaufen in der Stadt. Da war es so heiß, diese ganzen Betonflächen, Steinflächen. Die haben so eine Hitze abgestrahlt, wir haben geschwitzt, das war unglaublich. Jetzt haben wir sehr, sehr schön kühl. Und jetzt essen wir ein Brot und trinken ein kühles Getränk. Das ist cool, oder? Ja, das Bundesland Zamora hat keine Kohle, also kannst du auf dem Feldweg weiterfahren. Thank you.
Zwischen Medina del Rio Seco und Ampudia liegt noch eine wunderschöne Sehenswürdigkeit, und zwar eben das Castillo de Montalegre de Campos. Der Ausblick, der sich von hier aus bietet, ist grandios und zeigt jedem, wie weit dieses Land ist und wie weit man schauen kann. Rio Esla, nicht Elsa, sondern Esla. Tatsächlich heißt der Fluss Rio Aliste und unser Weg führte uns entlang dieses Flusses immer weiter Richtung portugiesische Grenze. Jetzt geht's wieder rauf in die Berge. Wir klettern schon wieder auf 900 Meter. Und das wird jetzt immer höher. Unser Ziel war der Campingplatz Sierra de la Culebra in der Nähe der portugiesischen Grenze in der Berglandschaft. Doch wir mussten feststellen, dass dieser zu war und haben davor übernachtet. Und am nächsten Tag ging es weiter Richtung Portugal.